Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randoms Monday. Ich nehme hier gegen meinen Willen auf, damit ihr das wisst. Es hat hier 35,3 Grad, aber ich will... Und lad noch grad, ja, den sie runter. Ich will sie nicht nerven, die sieht beschäftigt aus. Außerdem ist sie... sagen wir einfach... ein Kind. Gott. Auch wenn die ganze Musik aus dem Hauptmenü eigentlich. Gehen wir mal zu Matt. Cool, da ist ein Feuerlöscher. Hab ich nicht gesehen. Cool. Also, ich will den Magneten. Ultrastarker Magnet. Na, den kann ich brauchen. Ja, okay. Ich habe eine Idee. Nee. Wieso sagst du immer nee? Entenbügel. Das bringt nicht. So komme ich nicht ran. Braucht eine Verlängerung. Das bringt nichts. So. Das bringt nichts. So. Cool. Darauf wäre ich gar nicht gekommen, aber. Ich bin ein Genie, wisst ihr das? Jetzt konnte ich das Blech. Puh, tja, war nicht einfach, aber jetzt habe ich einen schönen Magneten. Ja. Kein Grund, das nochmal. Cool. Hätte zwar nie gedacht, dass man sowas machen kann, aber... Na gut, die Rätsel basieren auf einfacher Logik. Und wer kommt nicht drauf, ein Lichtschwert als Verlängerung zu benutzen? Na gut, wenn er schon versucht, mit dem Lichtschwert das zu machen und mit dem Teleskop-Entenbügel und dann beides zusammentun, kommt man vielleicht schon drauf. So, ich habe eine Idee, was ich mit dem Feuerlöscher machen kann. Normalerweise schmilzt die Hitze mein Hirn, aber heute ist mal anders. Da ist er immer noch mit dem kaputten Radio in der Hand. Sieht aus wie der Laser, der mich fast gekillt hat. Ich hab da eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, aber ich hab da so eine Idee. Denn wenn Randall mit nichts, was er hat, dieses Schloss aufkriegt, bei meinem letzten Fahrversuch, dann würde ich sagen, warum hat er überhaupt so ein Dings auf seinem Helm? Egal. Da würde ich sagen, Laser schmilzt alles. Oh, die Hitze hat wohl das Schloss geschmolzen. Das Problem ist nur, dass auch der Griff weggeschmuggelt ist. Shit. Blech? Nee.
Okay, ich glaube, ich behalte den hübschen Lötkolben und das Zinn. Die Kiste lasse ich da. Löt. Ja, okay. Dann gehen wir wieder zu Charlie Comics. Und dann würde ich sagen, geben wir mal dem Typen hier den Lötkolben, dem Space Nerd. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Damit wird's gehen. Super. Bist du schon fertig? Okay, fertig. Ich brauche nur noch ein paar Batterien, um's auszuprobieren. Ach komm. Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Das ist ein Kofferradio, das läuft mit Batterien. War dir das nicht klar? Darf Klugscheißer. Ich habe aber nur noch eine Batterie. Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass eine Batterie reicht, oder? Hm. Oh, zur Hölle soll ich jetzt Batterien herkriegen, ha? Nichts von den Aber da sind doch nur eine Mülltonne. Batterien drin. Die Mutter. Das sollte ich. Das ist die Hälfte meiner. Ja, Alter. Wo soll ich jetzt noch mehr Batterien raus herkriegen? Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht. Okay. Reden wir mal mit dem Kind. Nochmal. Ich muss ihn irgendwie bestechen oder so, wenn ich mit dem kleinen Erpresser ins Ich glaube, er hat was von einer neuen Knopf. Gehen wir zu Charlie. Benutze deinen Teleskopentenbügel. Er hilft nicht immer, der Teleskopentenbügel. Ich glaub nicht. Ach. Also, hast du ihn repariert? Sieht's vielleicht danach aus? Dann hat der Schraubenzieher ja wohl gar nicht geholfen. Nein, das stellt mich vor zwei Möglichkeiten. Den Kundendienst anrufen oder das Ding anzünden. Und das Telefon ist kaputt, also... Weißt du, mir gefällt der Song wirklich. Du mochtest auch Sucker Punch. Deswegen ist das noch lange kein guter Film. Was weißt du denn schon? Wenn du mit dem Schraubenzieher fertig bist, kann ich... Ach, mach, was du willst, Mann. Ich brauche ihn nicht mehr. Okay. Hält man langsam, hält man im Kopf nicht aus. Ich habe eine Idee. Das ist ein Lichtschwert. Naja, so ein Spielzeuglichtschwert. So mit Lichtern und so. So eins habe ich auch. Ja, was ist die Idee? Ich habe die Batterien rausgenommen. War ganz einfach. So kriegen wir neue Batterien. Blöd. Bitte sehr, Kumpel. Zwei Batterien.
Super. Gute Neuigkeiten, Admiral. Der Transmitter ist wiederhergestellt. Danke, Lord Vader. Und nun, mit Ihrer Erlaubnis, kümmere ich mich mal um wichtigere Dinge. Und dafür brauche ich das Radio, das Sie gerade repariert haben. Nicht so schnell. Ich verlange etwas im Gegenzug. Oh Mann, du hast nicht gesagt, dass du was haben willst. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich das für umsonst mache. Mann, ich war's doch, der dich erpresst hat. Das stimmt, aber jetzt bin ich derjenige, der etwas hat, das du brauchst. Und ich will was im Gegenzug. Ist ganz einfach. Hilf mir, mein Kostüm etwas aufzuhübschen. Okay, dann spuck's schon aus. Ich brauche ein besseres Lichtschwert. Das hier ist nur ein Spielzeug. Ich will eins, das echt aussieht. Aber wo zum Geier soll ich denn sowas finden? Ich repariere Sachen, du besorgst Sachen. Ganz einfach. Ich will ein neues Lichtschwert. Was auch immer. Ich schau mal, was ich machen kann. Ich muss immer auf Offline gehen. Guess ich immer. Was zum Geier soll das denn sein? Was Besseres kann ich nicht auftreiben, okay? Was ist das hier? Tesafilm? Vielleicht. Das ist inakzeptabel. Das ist, das ist eine Beleidigung für das Imperium. War ja klar. Ich kann doch kein Lichtschwert tragen, das nicht rot ist. Weißt du das nicht? Natürlich weiß ich das, aber du bist eine Episode zu spät. Ich finde heute einfach keine rote Farbe. Es geht ja nicht nur um die Farbe. Die Batterien fehlen und es funktioniert nicht mal. Ich hab doch die Batterien gerade. Genug! Das ist inakzeptabel. Sie haben mich im Stich gelassen, Admiral, und damit das Imperium. Ich werde keine weiteren Fehler zulassen. Bringen Sie mir, was ich brauche. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die... Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren, die Macht an Ihrem Hals zu spüren. Okay, wenn man dich mitzählt, habe ich wohl schon mit jedem einzelnen Freak in dieser Stadt gequatscht. Erstaunlich. Das ist alles, was von meinem geliebten Lichtschwert übrig ist. Nur der Griff. Der hat mein Lichtschwert zerstört. Ich würde ihn am liebsten jetzt zusammenschlagen. Hätte er nicht mein Radio... Das wäre sicher eine super Batterie, aber im Moment ist es nur... Laser! Okay. Das sieht gut aus. Da fehlt noch eine Batterie. Kinder, macht das nicht zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Laser! Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Witzig. Mal sehen. Heilige Mutter des Imperators! Das ist erstaunlich! Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst! Spektakulär! Hier ist Ihr Radio, Admiral. Alter! Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich hau ab, bevor ich eine Hand verliere oder so. Wie behindert der ist auf sein Lichtschwert starrt, Alter. Rodonium, nee. Damit habe ich eigentlich jetzt nicht gerechnet. Ich hab's einfach intuitiv, wobei. Gut, Lichtschwert und Laser. Laser. Gibt niemals einen Nerd einen Laser in die Hand. Was stimmt bloß mit... Ich will hier weg. Ah, da U-Bahn. Warum gehe ich da? Egal. Aber ich will immer noch die Münze haben von diesem Typen. Ach, stimmt ja. Hi. Mein liebes Radio weilt wieder unter den...
geht es? Hey, wake up. Wo zum Geier ist mein Busgeld? Der Anti-Etablissement-Nerd hat sein Geld verloren. Hahaha. Cool. Ich habe gar nicht gedacht, dass es geht, aber gut, Münze und Magnet. Und dieses Rohr und Musik. Anspruchsvolle Rätsel sind heute nicht anspruchsvoll. Ich wurde ja auch vorhin gerade im TS eingestürzt, aber... Tusa Kaugummi-Automat! Laser! Laser! Oh, ich kann einfach diesen Laser nicht lassen. Laser! Hey, wake up. Was zum... Hey, wo ist mein Kaugummi? Hast du gerade meine Münze verschluckt? Hast du überhaupt eine Vorstellung, was ich alles durchmachen musste, um da ranzukommen? Scheiße, das ist so unfair. Mein geliebtes Radio. Ha, ich will nur haben, was rechtmäßig mir gehört. Und die Überraschung ist... eine riesige Rolle Kaugummi. In der Kugel war mein Kaug... Kann ich das mit irgendwas kombinieren, was ich so hab? Lieber nicht. Lieber nicht. Das ist kein... Auf zum Bahn. Zu Randalls Wohnung.